Hallo, na, habt ihr mich vermisst? Naja, bei Daily Content, also wenn ihr da anfangt, einen zu vermissen, wäre schon ein bisschen komisch. Ich spiele hier heute auf dem MacBook mit der Touchbar. Und ich sehe auch schon, na, naja, es sind schon 800 Megabyte, weil der erste Versuch nicht gleich geklappt hat. Eine Review hat das Spiel betreten. Und weil ich YouTuber bin und es mal ausnutzen will, drücke ich jetzt schon mal Start. Hihihihi. Cool, oder? Ja, ich finde es ziemlich cool. Ich drehe mal kurz das Mikro lauter. Nicht erschrecken, wenn ich ab jetzt dann lauter werde. Weil bisher war ich zu leise. YouTuber? Nein. Ich habe einfach so slash Start. Ja, okay, sorry. Ich feiere einfach die Position, in der ich bin, YouTuber zu sein. Die Performance ist hier nicht geil und der Lüfter dreht gerade gut auf. Und ich frage mich, warum? Weil der iMac eigentlich deutlich weniger stark war. Ich gehe mal runter, so wie ich das beim iMac in etwa hatte. Ich weiß leider nicht mehr, welche Settings die besten sind. Ups, die schon mal nicht. So, ich bringe heute wieder ein Video mit einem witzigen Titel. Findet ihr nicht witzig? Ich finde ihn witzig. Naja, das stimmt ja nicht so. Ja. Und zwar gibt es da so einen Typen an der Hochschule, der immer zu meinen Freunden, wenn ich nicht da bin, sagt: Wo ist der Kilian schon wieder? Der faule Sack. Und keine Ahnung, irgendwie war gerade dieser Satz in meinem Kopf und ich hatte Bock auf Minecraft. Dann dachte ich mir, okay, du verbindest das. Das Witzige an dieser Sache ist nämlich, diesen Satz sagt er immer dann, wenn ich halt nicht da bin. Und wenn ich nicht da bin, dann hängt es damit zusammen, dass ich so viel zu tun habe, dass ich nicht Zeit habe, in die Hochschule zu gehen, weil meine Prioritäten ja so liegen, dass ich immer nur die Dinge mache, wo sich rentieren. Und die Hochschule rentiert sich halt nicht immer. Und manchmal gibt es Dinge, die wichtiger sind, weil sie sich mehr rentieren. Was nicht bedeutet, dass ich die Hochschule komplett ignoriere und einfach schwänze, sondern es bedeutet, dass ich weiß, dass an diesem Tag nicht viel abgeht, keine Anwesenheitspflicht ist, ich die Sachen schon gemacht habe oder gerade mache oder aber machen werde. Und naja, uah, das war so klar. Ich habe es schon dem Sprung angemerkt. Aber es ruckelt auch ganz schön. Ich hoffe, bei euch ruckelt es nachher nicht so wie bei mir. Naja, und er sagt halt immer: Wo ist der Kilian, der faule Sack? Und das ist halt witzig, weil er redet sonst eigentlich nicht viel. Zumindest mit mir halt eigentlich gar nichts. Aber mit eben meinen Freunden auch nur diesen einen Satz. Und irgendwie finde ich das halt mega witzig. Und ich kann es ihm nicht verübeln. Natürlich, YouTuber haben so die Angewohnheit, ja immer das fertige Produkt zu zeigen, aber der Weg dorthin kann 100 Stunden gedauert haben oder 10 Minuten. Und gerade wenn man so viele Videos bringt, wie ich jetzt gerade, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ich jeden Tag viele, viele Stunden an diesen Videos verbringe und dass man natürlich diese Zeit auch braucht. Und da will ich auch gleich drauf eingehen, aber grundsätzlich bedeutet das einfach, es nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch und ich bin alles andere als faul. Die Performance hier, ne? Selbst wenn ich mal eine Runde zocke, mache ich ein Let's Play draus. Ich meine, das ist doch mal produktiv, oder? Ach so, aus diesem Schleim kann man nicht springen, okay. Es ruckelt schon hart. Kann ich das irgendwie verhindern? Weniger Chunks? Bobbing vielleicht off. Shadows off. Ich glaube, so wird es besser. Aus meiner Erfahrung raus. Außerdem ruckelt diese Maus so richtig eigenartig. Naja, wirklich besser geworden ist es nicht. Aber okay. Na. Lass. So, also auf der einen Seite bin ich alles andere als faul, weil ich richtig viel mache. Und die andere Sache ist, man sieht halt YouTubern einfach nicht an, wie viel sie arbeiten. Und dann ist jetzt natürlich noch die Sache, wie schaffe ich es aber am Tag, mehrere Stunden in YouTube zu stecken? Ich meine, mehrere Stunden, diese Zeit muss man ja erstmal haben. Ja, der Trick ist es, sich diese Zeit zu machen. Ganz einfach eigentlich. Jeder, außer die Leute, die das machen, was ich mache, haben am Tag Freizeit. Oder sagen wir mal so, jeder, der sich selbst Freizeit lässt, hat Freizeit. Genau. Alter, schon wieder so jemand, der einfach durchrusht. Jetzt soll ich vielleicht nicht
Jacke anziehen. Na. Scheiße, keine Hose. So, oh, jetzt habe ich bestimmt gleich geschlagen. Ich habe richtige Scheißwaffen, ne? Hallo. Oh, scheiße, die Performance hier ist ja gerade in der Kampfsituation noch etwas unvorteilhafter. So. Oh, scheiße, hier ist schon wieder jemand. Überraschungseffekt. Ja, Attacke. Na, na. Also, sortieren wir mal weiter die Sachen. Wo war ich stehen geblieben? Ich vergesse sowas immer beim Let's Playen. Es passiert immer irgendwas Spannendes und dann ist mein Kopf wo ganz anders. Achso, genau. Menschen, die sich Freizeit machen und Menschen, die Freizeit haben. Massiver Unterschied. Nämlich kann man jeden Tag mehrere Folgen einer Serie anschauen. Absolut kein Problem. Kann man machen. Dann aber ist diese Zeit in den Serien. Man kann auch mehrere Stunden am Handy zubringen. Man kann auch mehrere Stunden auf Instagram, Facebook, Twitter. Und natürlich nutze ich Instagram und Twitter, aber ich nutze es nicht viel. Und ich folge überall nur 22 Leuten, das wisst ihr auch. Und dadurch habe ich mich künstlich selbst so ein bisschen sakristeit zu sagen, nein, du bist nicht viel in so Netzwerken, weil du sonst auch viel Zeit verbringst. Also wenn ich 1000 Leuten folge, ist die Chance doch viel höher, dass ich da viel Zeit für brauche, als wenn ich 10 Leuten folge. Und also ich bin recht wenig in sozialen Netzwerken und Serien schaue ich gerade gar keine. Filme maximal mit Freunden zusammen, manchmal im Kino oder wenn wir es für die Hochschule müssen, was bei einem Medienstudiengang ja auch ab und zu mal der Fall ist. Und so kann man es dann schaffen, sich selbst Zeit zu machen. Und zwar, ja, indem man immer, wenn man etwas macht, was nicht produktiv ist, sagt, nein, ich bin jetzt produktiv. Und dann aufhört, die unproduktive Sache zu tun. Das ist natürlich relativ hart, so im Endeffekt. Scheiße, der hat ein besseres Schwert und er ist auch noch besser im PvP. Und bei ihm ruckelt es wahrscheinlich nicht so hart. Und dadurch schafft man sich selbst das Verbot, Freizeit zu haben. Klingt ein bisschen bitter. Aber mir persönlich macht es einfach Spaß, produktiv zu sein. Und das bin ich ja auf diese Art und Weise. Ach kommt, ihr blöden Angelleute, ihr Fischer. Naja, und so auf diese Art und Weise zwingt man sich dazu, produktiv zu sein. Und wenn man wie ich ein schlechtes Gewissen hat, wenn man nicht produktiv ist und wenn es einem Spaß macht, was man arbeitet, dann ist es eine tolle Sache. So, und jetzt habt ihr die Antwort darauf, warum ich faul bin und gleichzeitig ganz und gar nicht faul bin. Und wie ich schaffe, so viele Videos zu machen, indem man einfach produktiv ist. Tja, ich sehe, das Video ist in etwa 7 Minuten lang geworden auf meiner Touchbar. Was ich von der halte, weiß ich auch noch nicht so genau. Naja, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.